willkommen hier Red Bull Manimania 2011, Schweizer Finale in Luzern. Verkehrshaus von der Schweiz. Wir hatten drei verschiedene Stops. Neben den Tops aus Luzern sind auch Finalisten aus Montreal angereist und aus Zürich. Ich habe letztes Jahr das Event gewonnen und dann somit auf New York gehen. Leute von der ganzen Welt waren dort. Viele Südamerikaner, lustige Leute, gute Party-People. Am Red Bull Manimania selber ist speziell, dass nur Tricks gewertet werden, die auf zwei Rädchen ausgeführt werden. Das entweder auf den vorderen zwei oder auf den hinteren zwei Rädchen. Das braucht viel Balance, viel Übung, viel Platz für Kreativität. Es ist nicht wie ein normaler Contest, wo man einfach jede einzelne Minute fährt und seine Tricks zeigt. Eigentlich funktioniert es im Champion-Man. Es gibt drei Obstacles. Heats an 12 Minuten. Die best manual Trick machen, die man kann. Anzahl Trick, Level, Style und All-Over-Punktegebung. Im Prinzip muss man am meisten Kombos machen. Das Niveau heute in Luzern ist riesig gross. Ich persönlich meine Chancen. Ich glaube, es wird mega schwierig, weil alle sich verbessert, alles gut gewesen. Safeb Tang, Winner Red Bull Manimania 2011. Pas mal le t-shirt, tu kiffes? J'adore. On a vu une chier de putain de trick de ouf, attends. Et puis, qu'est-ce que tu crois? C'est quel trick ont ramené la décision que t'as gagnée? Je pense les combo flip in et out. Maintenant, tu vas à New York, première fois? Première fois, ouais. Right, comment tu te sens? Je sais pas encore, là je réalise pas du tout que je pars à New York encore. Safeb, Fuchli. Yeah, boy. Ha ha ha!